Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und dieses nennt sich Mad Games Tycoon. Risen Architect ist vorbei. Und ja, wir widmen uns einem neuen kleinen Let's Play. Was auch ein bisschen länger gehen kann, je nachdem, wie wir eben arbeiten. Ich habe mir schon mal den Namen eingegeben. Unsere Firma wird Night Games heißen. Unser Firmenlogo in Deutschland, selbstverständlich. Da bekommen wir diesen Verkaufsbonus für Wirtschaftssimulationen. Plus 5%. Ja, Geschlecht ist klar. Wähle Spielbedingungen, Tutorial deaktivieren. Du beginnst in einem kleinen Bürogebäude. Ja, nein, wollen wir nicht. Zufällige Plattformpopularität. Ja, lass mal auch mal aus. Tutorial ist aus, denke ich, ja. Wir gehen einfach mal rein, beziehungsweise gehen wir hierher. Unser Spezialfeature, und das ist natürlich jetzt eine große Frage, was nehmen wir als Spezialfeature? was nehmen wir denn? Das ist eine gute Frage, ne? Was könnten wir denn nutzen? Ich würde sagen, eine Steuerung mit der Maus eigentlich. Ich nehme einfach die Steuerung mit der Maus. Ja, mir fällt da gerade jetzt so doof gesagt nichts Besonderes ein. Unser Spezialgenre ist natürlich dann auch Wirtschaftssimulation. Und wir geben uns einmal ein paar Punkte. Arbeitswille, da ist ganz klar da, ne? Logisch. Ein bisschen in die Geschwindigkeit gehen wir noch rein. Ein bisschen in die Programmierung, ins Game Design. Und ich würde sagen, in die Grafik oder nochmal in die Geschwindigkeit. Wir gehen in die Programmierung nochmal rein und in. Genau. Wir machen das einfach so. Wir spielen auf leicht, normal, schwer. Also eigentlich hätte ich ja gesagt, wir testen vielleicht einfach mal alles durch, ja? So pro Staffel. Ein Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, leicht wäre zu einfach. Ich weiß es nicht. Wobei ich gelesen habe, dass leicht auch nicht ganz so einfach sei. Komm, wir machen einfach mal leicht, ja? Nennt mich Noob! Ist mir wurscht. Wir machen einfach mal leicht und können uns ja dann immer noch bessern. Ja, das ist unser kleines Büro. Hier sind wir und wir stoppen natürlich erst einmal das Ganze. Unser Charakter ist das hier. Und wir beginnen jetzt ganz normal mit einem kleinen Entwicklungsbüro. Beziehungsweise mit einem Entwicklungsbüro. Und ich baue das einfach mal dahin. Wir investieren auch, Schreibtische, diese 12.000 direkt in ein gutes Schreibtisch. Und ich nehme sogar schon einen zweiten mit rein. Das schadet uns vielleicht nicht. Ich denke, das schadet uns nicht. So, sonst haben wir nichts. Klo, ja, brauchen wir im Moment mal noch nicht. So, wir setzen unseren Charakter hier rein. Und ja, dann legen wir eigentlich mal direkt los. Auftragsarbeit haben wir noch gar nichts. Bringt uns also... Hoppla, das sollte ich vielleicht ausmachen. Genau. Bringt uns also noch nichts. Raum abreißen, Personal geht nicht. Wir können natürlich jetzt direkt ein Spiel entwickeln. Andererseits, ich hätte gerne ein paar Aufträge. Es wäre gut, wenn wir ein paar reinkriegen würden. Aber sieht momentan nicht so. Naja, ist schon klar. Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir ein Spiel produzieren. Was nehmen wir denn? Moonbound. Moonbound hört sich irgendwie lustig an. Ein Klasse B-Spiel. Und wir wählen ein Thema aus. Was ist momentan? Rennsport ist momentan in. Okay. Da wir ja Wirtschaftssimulation sind, nehmen wir auch eine Wirtschaft. Wir sind der Spezialist da drin, also als Thema nehmen wir die Wirtschaft. Das Ganze können wir jetzt natürlich nur auf Arcade setzen. Und eine Engine haben wir selbstverständlich auch noch nicht. Wir könnten eine kaufen, glaube ich schon. Aber ich glaube, das lassen wir mal lieber. So, wir gehen auf Personal Computer natürlich. 5.000. Kostet das Ganze. Dev-Kits erwerben. Ja, brauchen wir noch nicht. Fanbriefe haben wir logischerweise auch noch nichts. Fertige Spielberichte haben wir auch noch nichts. So, Arcade-Spiel. Jetzt kommt das große Rätselraten. Die Spieleinstellungen. Also, ein Arcade-Spiel ist eigentlich immer einsteigerfreundlich. Würde ich fast schon sagen, auch für Casual Gamer geeignet eigentlich. Es hat eine Spiellänge, eine Story hat das nicht wirklich. Von der Optik, ja, von der Optik her ist es ja eh. Was ist Gameplay oder Optik lieber? Ich glaube aber Optik wäre das Richtige.
Ja, und da sind es die Funktionen. Bei die Atmosphäre. Wir probieren es einfach. Ich kann natürlich jetzt definitiv falsch liegen, ne? Ganz klar. Wir probieren es auch in allen Ländern. Kostet 63.000. Wir gehen... Oh, 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 alle Länder ist auch ein bisschen übertrieben vielleicht. England, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien lassen wir auch mal weg. Obwohl... Wir machen das mal so. Grafik ist ja eigentlich dann theoretisch wurscht. Ja. Also wir werden garantiert zigmal failen, weil ich mache das immer mal wieder falsch hier. Aber mein Gott. So, alle Features, Bank, das passt. Mehr können wir derzeit nicht. Textausgabe, PC-Speaker. Und nun produzieren wir unser eigenes Spiel. Oh, unser eigenes Spiel. Juhu, ich spule mal ein bisschen vor, weil momentan können wir nichts machen. Ne? Wir könnten hier... eine Lizenz erwerben. Nein, können wir auch noch nicht. Hier, eine Engine erwerben. Aber ist noch gar keiner on board. Auf dem Markt, das ist natürlich auch gut. Das ist sehr gut. Wir könnten, wenn wir schnell sind, dadurch dann auch natürlich Geld machen. Das wäre vielleicht unser nächstes Ziel. Wir gucken mal, was haben wir? Okay, das sieht nicht so schlecht aus eigentlich, aber auch nicht perfekt. So, wir haben mal ein Arcade-Spiel. You are very ready. Retro. Ja! Wir haben ein Arcade-Spiel. Wir haben keine Wirtschaftssimulation. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ein Arcade-Spiel. Wir haben einen Gewinnanteil von 6. Hier kriegen wir am meisten Kohle. Bis jetzt. Ansonsten ist hier nichts. Der gibt uns nur 5. Ja gut, dann nehmen wir den unteren hier. Den nehmen wir. Ja! Wir können die Forschung. Oh, oh! Das ist gar nicht so schlecht. Oh, oh! Das ist eindeutig gar nicht so schlecht. Das freut mich. Grafikgenre im Trend. Sehr nice. So, wir können natürlich direkt schon, haben wir gerade gesehen, das Forschungslabor entwickeln. Und das tun wir auch, denn wir brauchen viele Sachen. Wir investieren auch hier wieder ein bisschen Geld. Da mache ich jetzt mal nur eins hin. Und wir ziehen mal unseren Kollegen hier rüber. Und erforschen... Sollen wir das Thema Rollenspiel erforschen oder lieber ein neues Thema erforschen? Wir können auch neue Features erforschen. Ich glaube, Features wäre vielleicht sogar besser. Dann können wir unsere eigene Engine nämlich herstellen. So, das macht er. Hier oben verkauft sich unser Spiel bis jetzt gar nicht so schlecht. Wir haben sogar schon Plus gemacht. Sollst du vielleicht einen Kopierschutz einbauen? Kopierschutz erwerben steht nun verfügbar. Ja, wir spielen auf leicht. Sage ich vielleicht nochmal dazu. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass es so leicht war, aber wenn doch, dann können wir notfalls doch noch switchen. Nein, das machen wir jetzt erstmal nicht. Das ist auch kein Problem. Na, dann switchen wir notfalls nochmal. So, Features ist jetzt noch nichts Neues da. Wir gehen mal auf Genre. Na, 50.000 für das Genre ist schon ein bisschen teuer, ne? Ein bisschen teuer. Alltagsleben können wir mal als Thema noch erforschen. Ich spule immer mal so ein bisschen vor. Ich habe was vergessen. Wir hätten auch noch... Warte mal. Wir können auch noch hier Updates rausbringen. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben jetzt wenige Bugs drin, aber dann verkauft sich unser Spiel vielleicht noch mal ein bisschen besser. Ich hoffe, das kriegen wir von der Zeit her jetzt noch hin, weil jetzt geht die Kurve schon runter. Ja, ja. Jetzt geht die Kurve schon runter und wenn ihr meine Katze im Hintergrund hört, es tut mir leid. Diese nervige Katze. Ja, jetzt ist schon vorbei. Okay, lohnt sich nicht mehr. Abbrechen. Diese nervige Katze. So. Dann machen wir das jetzt hier mal weiter. Blizzard Entertainment. Aha. Wir erforschen direkt das Scrolling. Ja, also sollte es jetzt zu einfach werden, dann switchen wir eben nochmal. Dann werden wir eben
das nochmal ein bisschen härter machen. Aber so von den Texten her wurde es ja gefixt, dass es zu einfach war. Aber okay, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach. Vielleicht haben wir auch einfach nur wirklich gut Glück gehabt jetzt. Wobei man natürlich im Moment noch nicht wirklich sagen kann, dass das so viel Glück ist. So, wir können unsere erste Engine produzieren. Das Ganze machen wir auch. Und wir nennen diese Engine einfach... Wie nennen wir sie? Quad Base. A Light Engine. Oh, das hört sich eigentlich gut an. Optimiert für, ja, Arcade natürlich. Features nehmen wir die ganzen Sachen mit rein. Verkaufen sie für... Ich bin geldgeil. 20.000. Und ich will eine 12%ige Gewinnbeteiligung. Ist irgendwie ein bisschen fies, aber okay. Wir wollen Geld machen, deswegen müssen wir uns ranhauen. Engine erwerben gibt es nämlich schon eine. Unsere ist ein bisschen teurer, aber hat weniger Gewinnbeteiligung. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Bester Soundtrack, des Slayer, Touch für beste Grafik, IDE Software, Wings of Flower, okay. Tigerhead Studios hat das Spiel The Earth veröffentlicht. Oh, The Earth? Oh, Wirtschaftssimulation, das ist unser Ding. Das müssen wir dann also auf jeden Fall als nächstes investieren, die Zeit. Ich will jetzt noch niemanden einstellen. Wir können natürlich schon jemanden einstellen, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon jemanden einstelle, dann komme ich vielleicht in die Bredouille, dass wir kaum noch Geld haben wieder und wir einen Kredit holen müssen. Und genau das möchte ich nicht. Ich will es versuchen zu vermeiden, einen Kredit zu holen, weil lieber arbeite ich so stundenlang, wie auch immer. Ja, lieber arbeite ich so, ja, und erarbeite mir eben alles sehr, sehr langsam von mir aus. Und guck mal, unsere Engine kommt gut an. Wurde schon einige Male lizenziert. Als nächstes, wenn wir dann wieder eine Engine machen, machen wir eine speziell für Wirtschaftssimulation, denn unser Fachgebiet ist ja eine Wirtschaftssimulation. So... Ja. Wir haben aktuell kein Spiel, deswegen brauchen wir da auch nicht hin. Wir erforschen direkt noch ein Stück weiter. Wir machen ja momentan kein Minus, da wir eh nur ein einziger Entwickler sind. Da haben wir schon wieder die nächste Forschung. Aber unsere Engine kommt gut an anscheinend. Guck mal, schon wieder. Ja, und die produzieren natürlich Spiele mit dieser Engine von uns. Und diese Spiele werden natürlich dann auch verkauft, glücklicherweise. Dann haben wir es schon. Computer Giant. Ah, Electric Artists. hat ein Spiel produziert und unser Gewinnanteil sind 76.000 Dollar. 76,7.000 Dollar. Und das ist auf jeden Fall super. 57.000. Wow. Wir produzieren gleich nochmal ein Spiel oder wir machen mal ein paar Aufträge. Das können wir auch machen gleich. Damit wir einfach ein bisschen Kohle reinkriegen. Fantasy ist momentan Wirtschaftssimulation und Fantasy. Ob wir das zeitlich schaffen? 70 Wochen noch? Warte mal, haben wir das Thema Fantasy? Nein. Dann... Das könnte knapp werden. Mit unserer alten Engine nochmal. Aber wir probieren es. Wir nutzen diesen kleinen Bonus. Entwickeln ein Fantasy-Spiel mit dem Hauptgenre Wirtschaftssimulation. Eine kleine Untergrenze vielleicht. Ich weiß nicht, sollten wir? Oder sollten wir lieber auf rein Wirtschaftssimulation lassen? Wir machen Arcade mal mit dazu. Wie nennen wir es? Ich weiß nicht, wie nennen wir es? Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Suncraft. Die zufälligen Namen sind irgendwie manchmal schon wirklich lustig. Suncraft. Das hört sich aber eher so... Oh komm, wir nehmen es einfach mal. Unsere Engine ist natürlich jetzt nicht perfekt dafür. Oh, nein. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Wieder für den Computer natürlich.
Und wir holen uns einen Kopierschutz. Der ist ja nicht so teuer. 2000. Preis 15.000. Entwicklungskosten 2000. Ja, das passt. Das nehmen wir. Nein, das nicht. Wir haben schon. Genau. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben eine Wirtschaftssimulation. Da vom Prinzip her auch wieder Arcade, Optik, Story, Spiellänge. Story ist ja eher für Rollenspiel. Funktion, Wirtschaftssimulation, Funktion würde ich sagen. Eine leichte Spieltiefe. Das können wir nicht als Konzept nehmen, das geht nicht. Ich gehe mal ein bisschen auf Gameplay. Es kann natürlich jetzt sein, dass es ein absoluter Flop wird, ne? Ganz klar. Wir gehen vom Sound ein bisschen zurück, machen die Grafik wieder ein Stück hoch. So, und wir gehen auch hier. 45, wir riskieren mal ein bisschen mehr. Und nehmen die Engine natürlich dazu. So, wir lassen den jetzt produzieren, entwickeln das Spiel. Soul and Nobody, Nordpol Studios, The Files. Wir haben auch 100.000 übrig, um dann das Spiel notfalls auf der nächsten Messe. Danke für die Kohle. Auf der nächsten Messe zu präsentieren. Dann Spiel bekannter zu machen, sollst du deine Marketingabteilung bauen. Ja. Nicht so hektisch. 325. Game Design. Wir gucken mal. 24 ist eigentlich der beste momentan, ne? Komm, wir nehmen den mal. Damit wir einfach im Moment ein bisschen parallel an weiteren Dingen arbeiten können. Eine Speicherfunktion ist auf jeden Fall wichtig. PC Speaker Sound. Wir dürfen doch nicht vergessen, gleich die Bugs rauszunehmen. Ja, das ist ganz wichtig. Da können wir ihn notfalls dann auch kurz rübersetzen. So, unser Suncraft ist jetzt mal fertig. Wir wollen es natürlich veröffentlichen. Und wir suchen uns natürlich wieder einen Publisher. Ich dachte schon, das will niemand. So, wir haben jetzt einmal hier Gemco. Der hat aber nur Arcade. Ja, wir haben eine Wirtschaftssimulation, deswegen sollten wir ihn vielleicht nutzen. Er gibt uns eben nicht viel Gewinnanteil. Das ist schade. Aber wir kriegen trotzdem nochmal einen Gewinn an Erfahrung. Neue Dev-Kits kaufen. Sollst du parallel für mehrere Plattformen? Dann ja. Und wir gucken mal, ob das jetzt... Na, jetzt wird es nicht mehr so erfolgreich. Ne? Jetzt haben wir so einen kleinen Flop, könnte man sagen. Na, 20% ist nicht so schlecht, aber auch nicht top. Wir gucken, dass wir ja gut raushauen können. Das heißt also, wir produzieren gleich mal... Ich hol den auch mal mit rüber. Ein kleines Spiele-Update, damit wir wenigstens einen Plus rauskriegen. Und wir kriegen auf jeden Fall einen Plus raus. Sieht schon gut aus. Jawohl, wir kriegen einen Plus raus. Das ist eben dieses Wichtige. So, wir gucken mal nach einer Auftragsarbeit. Hier haben wir ein bisschen Zeit für. So, das ist eben das Wichtige. Ja, wir haben jetzt ein kleines Plus draußen. 18.000 haben wir auf jeden Fall schon mal Plus. Das ist super. Und hier kriegen wir nochmal... Wow. Das Spiel hat sich gut verkauft. Auch nochmal gut Geld. Wir haben schon 11 Fans. Aber es reicht noch lange nicht, um zu sagen, wir ziehen um. Ja, wir können jetzt noch die Marketingabteilung hier hinbauen. Das würde sogar vom Platz her ja, auch noch gehen. Auf jeden Fall. Und dann würden wir auch nochmal Werbung für unsere Produkte machen. Aber wir sind bis jetzt, sieht es eigentlich sehr gut aus. Wir können nochmal ein Update rausbringen für unser Paket. Ja, Bugs haben wir ja jetzt logischerweise keine mehr drin. Wir können uns nochmal ein Update erarbeiten. Ich spule gerade mal wieder ein Stückchen vor. Ich hole den auch nochmal mit dazu, dann geht es ein bisschen schneller. Vielleicht reicht das von der Zeit her noch, weil es sieht nicht so gut aus. Ah, wir können nochmal ein bisschen Werbung machen. Komm, das nutzen wir auch nochmal. Zack, jetzt kriegen wir natürlich viele Fans. Die Mad Games Convention.
1387 Fans. Und wir haben es nochmal, glaube ich, ein bisschen angeheizt. Jawohl, guck mal, wir haben die Verkaufszahlen nochmal ein bisschen hochgeputscht. Das ist eine gute Summe, die wir jetzt auf jeden Fall kriegen für dieses Spiel. Die Produktionskosten sind auf jeden Fall drin. Das ist halt auch wichtig, ja. Wir müssen immer gucken, dass die Produktionskosten idealerweise drin sind. Knapp 200.000 gibt's, ha? Aha, kriegen wir das hin? 200.000? Das wäre super, wenn wir das hinkriegen. Nee, jetzt. Doch, 200.000 haben wir auf jeden Fall. Super! Das freut mich. So, der ist noch am Arbeiten. Dann machen wir doch einfach noch ein bisschen Auftragsarbeit. So, unser Spiel ist jetzt vom Markt genommen worden. Die Verkaufszahlen für das Spiel bleiben zurück. Daher wurde es aus dem Handel genommen. Ganz klar. 28 Wochen war es im Verkauf und wir haben 200.000 Euro und 942 Dollar, nicht Euro, Gewinn gemacht. Super. Das freut mich. Auf jeden Fall. Erster Tag, beziehungsweise erste Folge und zwei Spiele und Gewinn. Das ist auf jeden Fall gut, denn die Folge ist jetzt auch beendet. 21 Minuten, ja, wir lassen das doch schnell durchlaufen und genau und freuen uns dann, da sind wir leider nicht dabei, auf die nächste Folge von Mad Games Tycoon, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Night Ghost. Einen schönen Tag noch. Ciao.